Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder und unser erster Sturm darf voraussichtlich morgen nach fast dreiwöchiger Pause mal wieder ein Pflichtspiel bestreiten. Das letzte Duell gegen den LASK vom 1. November, danach folgten ja zwei Spielabsagen aus diversen Gründen. Zunächst das Cupspiel gegen Wacker Innsbruck, dann auch das Ligaspiel gegen den Wolfsberger AC. Und zur Schadensbegrenzung, wenn man so will, damit man ein bisschen im Rhythmus blieb, gab es dann noch letzte Woche ein Pflichtspiel, also ein Testspiel natürlich, Blödsinn, gegen die Juniors Oberösterreich, sprich die LASK Amateure, wenn man so will. Da gab es einen 1:0-Sieg durch Francisco Mbeppus Tor. Sowieso eine spannende Personalie zum einen und zum anderen auch für ihn ein interessantes Duell, denn sein Bruder, der spielt ja auch bei den Salzburgern, also das wird möglicherweise ein Duell der Brüder, sollte im Webbo eben in dieser Partie eingesetzt werden. Könnte ich mir gut vorstellen, zum einen da ja auch zum Beispiel Bekim Balay auch einen Länderspieleinsatz für Albanien absolviert hat, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen rotiert in der Offensive, also wie gesagt, man kann sich gut vorstellen, ob es für einen Pflichtspieleinsatz reicht. Naja, einfach mal schauen. Personell sieht es ja eigentlich für die Blackies nicht so schlecht aus. Zwei möglicherweise Ausfälle, also bei Kitaischwili ist es schon sicher. Der ist zwar schon auf dem Weg der Besserung, allerdings ja noch nicht bei 100%, also da wird es für Salzburg definitiv nicht reichen. Und die nächste Personalie, die schon ein bisschen hoffnungsvoller, Jon Goren Stankovic, wäre natürlich auch sehr wichtig. Der hat eine Knieverletzung und sollte gegen Salzburg wohl wieder mit dabei sein. Man muss sagen, Stankovic sowieso einer der Schlüsselspieler, die sich in der noch relativ frühen Saison herauskristallisiert haben bei unseren Blackies. Hat mir zuletzt auch auf der 6 eigentlich ganz gut gefallen, im 4-4-2 mit Raute-System, was ja eigentlich jetzt vorrangig praktiziert wird auf dem Platz. Und ich sehe die Blackies auch gegen die Salzburger nicht mal chancenlos. Also klar, die Bilanz spricht für die Bullen. Die letzten, ich glaube, 9 Duelle konnte Sturm gegen Salzburg alle nicht gewinnen. 2 Remis und ansonsten nur Niederlagen. Aber jede Serie bekanntlich reißt er irgendwann einmal. Also vor dem, warum soll es nicht in dieser Partie funktionieren? Zumal auch vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, ein bisschen zu dramatisch ausgedrückt. Aber ja, könnte uns vielleicht in die Karten spielen, dass die Salzburger auch ein Spiel in wenigen Tagen vor der Brust haben, in der Champions League gegen den FC Bayern. Also von dem her sind die Bullen ja nicht gezwungen zu rotieren, aber sie werden es wohl machen. Also man hat die Möglichkeit, dass man vielleicht auf eine nicht tausendprozentig eingespielte Salzburger Mannschaft trifft. Klar sind die Dosen trotzdem in der Qualität, in der Breite so breit bestückt, dass sie auch mit einer B-Garnitur locker noch Favorit sind gegen unsere Schwarz-Weißen. Aber trotzdem ist die Chance, glaube ich, definitiv gegeben, dort was zu holen, zumal, wie gesagt, auch die Spielanlage nicht so ganz unentscheidend ist. Salzburg, klar, mit ihrem offensiven Pressing löst natürlich Druck auf den Gegner aus, aber andererseits bieten sie auch immer wieder Räume, eben um schnell umzuschalten, und das wiederum sollte doch unseren Blackies dann eher in die Karten spielen. Also von dem bin ich da wirklich gespannt, was die Jungs zusammenbringen. Eine gute Leistung, am Maximum am besten, ist natürlich die Grundvoraussetzung, um überhaupt was zu holen. Aber da muss ich sagen, da denke ich schon, dass die Jungs, das Herz schon am rechten Fleck da auch haben, also von der Einstellung her. Und glaube ich, auch ihre Top-Leistung abrufen können. Natürlich sind da noch die anderen Faktoren, wie sieht es mit der Tagesverfassung aus etc. Aber nichtsdestotrotz, ist, glaube ich, auch ein Punktegewinn in Salzburg nicht unmöglich, wenn auch klarerweise in erster Linie mal unwahrscheinlich. Ansonsten gab es noch in den letzten Wochen die Vertragsverlängerung eines weiteren jungen Kickers, Luka Maric, junges Torwarttalent. Also Sturm führt auch unter Andrea Schicker weiterhin ihrer Linie fort. Also sie verlängern mit vielen hoffnungsvollen Talenten, was man die letzten Jahre, muss man ehrlich sein, schon ziemlich oft vermisst hat. Von dem her finde ich diesen Weg, den Sturm jetzt aktuell einschlägt, was die Personalien angeht, schon wirklich vielversprechend und ich glaube auch sehr zukunftsorientiert.
Also von dem kann man das gerne beibehalten. Und wie gesagt, man sieht es ja, Sturm hat ja haufenweise Talente, die auch gut und gerne mehr Einsätze noch mehr bekommen können im Laufe der Saison. Natürlich guckt man sich das Ganze an, wie sich die Spielzeit noch entwickelt. Ja, es gilt natürlich jetzt erstmal zu hoffen, dass man mal die nächsten Partien einfach mal spielen kann, um eben wieder einen vernünftigen Matchkampfmodus da zu generieren. Denn ja, auch bei Sturm ist das Programm ja relativ dicht. Nach dem Salzburg-Spiel die Nachholpartie vom Cup gegen Innsbruck wenige Tage später und. Also werden noch intensive Wochen und natürlich auch zu hoffen, dass die ganze, ich nenne sie mal Corona-Farce, ja den Spielplan zumindest dann nicht so sehr beeinflusst. Wenn schon keine Leute ins Stadion dürfen, naja, dann sollen die wenigstens ihre Partien abhalten können. Ja, und sonst einfach mal überlegen, ob dieses ganze Hin- und Her-Testen, so PCR-Test und so weiter, ob das denn alles wirklich so sinnvoll ist, wenn man sich die Zahlen und so weiter anschaut. Aber wie gesagt, da will ich in diesem Video gar nicht viel näher drauf eingehen. Also, von dem her, bevor ich das Video beende, schreibt ihr mir natürlich gerne wie immer in die Kommentare, was sagt ihr zur morgigen Partie? Gibt es eine Chance gegen die Dosen? Oder ja, kommt dieser übermächtige Gegner, ist vielleicht ja ein bisschen zu viel ausgedrückt, aber kommt diese Spitzenmannschaft für österreichische und vielleicht sogar internationale Verhältnisse zum Teil zu früh für unsere Blackies oder haben unsere Schwarz-Weißen eine reelle Chance, in Salzburg was zu holen? Also auf eure Meinung bin ich da sehr gespannt und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich und bis dann. Ciao, ciao.